Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Marvel Spider-Man. Alle Einheiten. Officer unter Beschuss durch Maskierte. Brauchen sofort Einheiten beim Union Square. Ja, wir fangen direkt an. Ich habe was zu erledigen. Die Dämonen sind schlimmer als Fisk es jemals. Eins. Zwei. Nur noch zwei noch. So, und tschüss. Und fahren keinen Gang runter. Was haben die nur vor? So, jetzt kann ich meinen Anzug erstellen, oder? Nein, noch nicht. Böser Fluch, Officer. Richtig böse. Okay, Fräulein, Spider-Man ist eine Plage. Was hat sie los? Hallo, Spinne. Ich muss oft an dich denken. Wir waren ein gutes Team, oder? Wir sollten die Funken wieder sprühen lassen. Black Cat. Sag bloß, sie kundschaftet Orte für Überfälle aus. Sie hat versprochen, damit aufzuhören. Was hat sie sich angesehen? Ist irgendetwas nicht an seinem Platz? Hm? Ich soll etwas finden. Ich muss ganz genau hinsehen. Da! Eine ihrer Katzen. Sie rüstet sie mit Reichweitenvergrößerern aus und greift die nächsten Signale ab. Yuri soll sie abholen. Felicia ist so klug, sie würde sich damit nicht in Gefahr bringen. Auch nö. Sie wirkt irgendwie verzweifelt. Ich halte die Augen offen. Hey Yuri, du hast doch noch Blackheads Anzug und Ausrüstung in der Asservatenkammer, oder? Ich glaube schon. Warum? Ist sie wieder da? Kann sein. Sieh nochmal nach und sag Bescheid, ob ihre Ausrüstung noch da ist. Mach ich. So. Hey May, du rufst spät an. Was gibt's? Ich dachte, wir wollten heute gemeinsam essen. Oh, richtig. Tut mir leid, das habe ich vergessen. War ein harter Tag. Wir haben den Zuschuss verloren. Oh, Peter, das tut mir leid. Außerdem bin ich aus meiner Wohnung geflogen. Was? Weißt du, wo du heute Nacht schläfst? Eigentlich, nein, nicht so richtig. Es ist mir etwas peinlich, aber habt ihr Platz im Asyl? Natürlich. Du kannst ruhig die Couch in meinem Büro benutzen. Danke, May. Eine liebe Frau. So. Jetzt hier. Und hau. Oh, upsi. Nein, das wollte ich nicht. Genau. Und jawohl, und dann habe ich den Dreh aus.
Leute. Und. Und. Okay, weiter geht's. So. Wasserdruck bis zu den einzelnen Gebäuden. Bauwerke höher als 4 Etagen benötigen Wassertürme als Erweiterung des städtischen Systems. Die Idee ist, Probleme zu erkennen, bevor sie sich ausbreiten, weißt du? Wow, der Druck in dem Gebäude spielt total verrückt. Ich muss herausfinden, warum. Die Wassertürme schließen sich ab der 4. Etage an das städtische System an. Ich scanne die Rohre, dann sehe ich den Anfang. Hier okay. Sind die Rohre okay. Die Ursache muss tiefer liegen. Gefunden. Hier ist das Problem. Das Ventil ist falsch eingestellt. Das ist schnell behoben. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich repariere das schnell, damit es Jameson nicht mir in die Schuhe schiebt. Okay, okay, okay. Erledigt. Noch besser als Klebeband. Nennt mich den unglaublichen Spinnenklempner. Ach Scheiße. Alles repariert. Perfekt. Erledigt. Weiter geht's, komm, weiter, weiter, weiter. Ich schaffe schon. Das schaffe ich, komm. Das war scheiße. Komm weiter. Weiter! Gerade rechtzeitig. Der letzte. Aber das wird nicht lange halten. Der Druck sollte nicht so hoch sein. Es sei denn, der Ablauf ist blockiert. Ich kontrolliere das Ablaufrohr. Das Ablaufrohr ist unten am Wasser. Ich sehe nach, ob es blockiert ist. Machen wir mal. Ist doch okay. Ja, das war's. Ich mach das frei, damit nichts platzt. Mal ehrlich. Wie viele Helden bekämpfen Verbrechen und reparieren Duschen? Jetzt muss Oscorp akzeptieren, dass Harrys Station einen Crash der Stadtwerke verhindert hat. Okay. Nächstes Ziel. Katze. So. Noch eine Kamera. Das muss Black Cat sein.
Bist du eifersüchtig auf meinen anderen Mann? Das hoffe ich. Aber ich stehe nicht auf böse Jungs. Da. Aha. Warum tust du das, Felicia? Du weißt, dass ich dich kriege. Nächstes Ziel. Oh, Leute. Freunde, ich habe neue Infos zu Adrian Toomes, alias Vulture. Der geflügelte Kriminelle scheint unter Krebs zu leiden und wurde in die Krankenstation des Raft verlegt, was die Öffentlichkeit ein Vermögen kosten wird. Ich frage Sie, warum gibt es eine Krankenstation im Raft? Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis voller Ehrer. Lass der Natur ihren Lauf, wenn die krank werden. Das ist brutal, aber die Steuern sind das auch. Vollidiot. So. Die Station ist einfach, aber wirklich wichtig. Sie misst Giftstoffe in der Luft. Sehr viel genauer als alle Messgeräte der Stadt. Schlechte Luft wirkt sich auf Kinder und ältere Leute stärker aus. Das war für meine Mom ein großes Thema. Wenn die Informationen korrekt sind, ist viel zu viel Schwefeldioxid in der Luft. Ich habe die Spidey-Vermutung, dass darin ineffiziente Auspuffrohre schuld sind. Wenn ich frische Proben habe, kann ich Marke und Modell identifizieren und anzeigen. So. Okay, das hab ich. Das tut mir nicht gut. Gut. Brauch nur noch ein paar Proben. Das stinkt. Nur noch ein paar. Alter, komm, weiter geht's. Hab's. Kämpf weiter für das Gute. Noch eine letzte. Stirb nicht, stirb nicht. Das war's. Okay. Anscheinend haben wir drei Schuldige. Ich brauche Beweisfotos von ihnen. Ich mache Fotos. Wie früher beim Bugle. Das Leben war viel einfacher damals. Eins weniger. So, weiter geht's. Behalte ich. Und der Hattrick. Alles abgeschickt. Das löst eine Rückrufaktion aus. Mit freundlicher Genehmigung der umweltfreundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Kannst du nicht schwingen oder so? Entschuldigung, Leute, ich hab außerdem meinen Kopfhörer ausgemacht. Zeig uns dein Gesicht, du selbsternannter Held. So. Jetzt bei Tante Mai. Was ist dein
Unglaublich, dass ich seit Fisks Festnahme nicht geschlafen habe. Ich muss besser auf mich achten. Begib dich zu. Was machst du so spät hier? Mays Büro. Hoffentlich ist Mays Couch bequem. Vermisse dich. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und du wirst. Ich zahl's zurück. Sehr bald. Sag nächstes Mal nur früher was. Oh, du bist genau wie Ben. Schluck diesen Parker-Stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Martin. Ich wollte nicht stören. Ich werde für eine Weile nicht in der Stadt sein. Du hast dann hier das Sagen. Du kannst auf mich zählen. Wie lange wirst du weg sein? Ich weiß es noch nicht. Ist alles in Ordnung? Es ist was Persönliches. Ich plane das schon länger. Aber kümmert euch bitte ums Asyl. Es steht für meine beste Seite. Tja, ich sollte wohl mal was tun. Hoffentlich geht's Mr. Lee gut. Hallo? Hey, hast du meine Story gelesen? Ja. Robbie muss ziemlich glücklich sein. Ja, das ging schnell rund. Und stell dir vor, Bürgermeister Osborne möchte Officer Davis heute Nachmittag eine Medaille verleihen. Wow. Halt. Ist heute nicht Osborns Wahlkampf an... Oh, jetzt weiß ich, was er vorhat. Ja, wie wir alle. Aber trotzdem eine coole Sache für Officer Davis und seine Familie. Ich werde darüber berichten. Kommst du mit? Ja, natürlich. Bis dann. Ja, der Kaffee ist grauenhaft, aber gratis. Ich glaube, das sind Essen Easter Egg. Das sind die Macher von Spider-Man. Ich glaube, da oben ist der Autor. Kann sein. Ich sollte der Stadt helfen, um das irgendwie auszugleichen. Komm, Pidgey, noch ein bisschen. Howard, lang nicht gesehen. Wie geht's Pidgey? Nicht so gut heute. Vermisst seine Verwandten. Es war für uns beide ein bisschen hektisch. Unser Zuhause wurde zum Gewerbegebiet umgewandelt und wir mussten erst mal ins Feast ziehen. Tut mir leid. Vermieter aus New York können so herzlos sein. Als sie mich rausgeworfen haben, haben sie meine ganzen Vögel freigelassen. Pidgey ist der Einzige, der mich gefunden hat. Ich habe die anderen wirklich überall gesucht, aber mit meinem kranken Bein... Weißt du was? Ich dreh mal eine Runde. Wie wär's, wenn ich nach ihnen Ausschau halte? Klar, warum nicht? Das würdest du tun? Oh, danke. Ruf mich bitte an, wenn du erfolgreich bist. So.
Er schnappt mir einen Vogel. Eine Taube von Howard. Hey Jeff! Glückwunsch zur Zeremonie heute. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ängstigt mich weniger als eine Rede. Aber ich rufe noch was anderes an. Was gibt's? Die Dämonen sollen zu Fisks Baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Meine Frau bringt mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie verpasse, um Räuber und Gendarm zu spielen. Aber vielleicht hat mein Partner ja Zeit. Verstanden. Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey, noch ein Tipp für die Rede. Einfach alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborne. Ha, nur ein Scherz. Hab dich! Endlich. Hey Howard, hab einen Verwandten von Pidgey gefunden. Graue Flecken, hat gerade was auf meinem Anzug hinterlassen. Clarence, er ist ein kleiner Teufel, aber charmant. Gib ihm einen Klaps auf den Kopf und setz ihn in Richtung Feast. Er findet den Weg. Kein Problem. Das mache ich bei allen anderen auch. Tante Mays Rezept für Pfannkuchen. Die haben bei mir nie geklappt. So. Ist die Tasche? Noch eine Nachricht von Doc. Peter, ich will es nicht beschreien, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nie erträumt hätten. Alles passiert aus einem Grund. Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. Es heißt Gastrogarage. Klassische Gerichte, dekonstruieren. Achtung, Einheiten. Ein Über. Mein ESU-Ausweis vom Semester als Dozent. Hatte keine Zeit weiterzumachen. Aber ich könnte mir das definitiv vorstellen. Komm, Rusherb. Da wird jemand ausgeraubt. Gib mir deinen Trink. Oh, es geht schon los. Oho. Wie fühlt sich das an? Perfekt. Das war's schon? Irgendwie wirken die Diebe ein bisschen nachlässig in letzter Zeit. Oh, ey, mit deshalb bin ich ja viel schneller. Also es macht mir irgendwie Spaß, dass dieses Hinschwingen. Das ist ein frühes Projekt von Mom. Wir wollten Bakterien entwickeln, die das ganze Plastik im Ozean auflösen. Aber uns, also ihr, blieb keine Zeit mehr. Wenn dir etwas dazu einfällt, machst du sie sehr glücklich. Mit ein paar genetischen Tricks könnte ich das Rätsel lösen. Aber ich brauche ein besser ausgerüstetes Labor und die Bakterien leben nur in Flüssigkeit. Moment, meine Netzflüssigkeit. Ich halte die Bakterien in meiner Netzpatrone am Leben. In der ESU gibt es vielleicht die notwendigen Chemikalien. Ah, okay. Oh je, die Bakterien haben mein Netz aufgelöst.
Sie sind in der Patrone zum Schwingen. Die anderen Netze müssten okay sein. Jetzt muss ich ohne Schwingen zur ESU. Na super. Die Netzschwungnetze sind okay. Nun gut, ist ein gutes Training. Ich muss mich beeilen. Wer weiß, wie lange die Bakterien lebensfähig sind. Eine gute Übung, falls meine Netzschießer mal versagen. Muss ich so machen. Okay, oh mein Gott. Gesetz nach müssen sie Chemikalien in diesen Containern entsorgen. Da müsste was Brauchbares drin sein. Alles bereit. Jetzt muss ich alles in Dr. Octavius Labor zusammenstellen. Ich würde die U-Bahn nehmen, aber die Bakterien würden nicht so lange überleben. Tut mir leid, Spider-Notfall. So, komm, und weiter geht's. Okay, jetzt noch das Bindemittel. Okay, kann ich das nochmal machen? Kann ich es noch machen? Cool. Logik-Controller für die Mikrokabel, die Doc wollte. Moment. Perfekt. Die Dinger sind klasse. Viel flexibler als einfache KI, die Prothesenfunktionen mit der Zeit verbessert. Willkommen in der Zukunft. So, und so. Perfekt. Jetzt hat die Prothese ein winziges Gehirn.
prima. Und etwas gruselig. Doc hat sich mit der intrakraniellen Schnittstelle befasst. Okay, ja. Bisschen schwer jetzt, oh, okay. Okay. Perfekt. Nein, scheiße. Ach, Mann. Okay. Ich muss mal, warte mal kurz. Okay, das ist richtig schon. Perfekt. Revolutionär. Aber nicht zu 100% stabil. Wir müssen das Design optimieren. Verdammt! Warum mache ich immer wieder denselben Fehler? Man darf Norman Osborn nicht trauen. Wenn Norman die Chance hat, von der Niederlage eines anderen zu profitieren, tut er es. Das macht mich wütend. Aber ich werde das Blatt wenden. Norman soll spüren, wie es ist, sich hilflos und klein zu fühlen. Doc muss mehr mit Norman erlebt haben, als er erzählt hat. Hey, Gerd, woher man weiß, dass wir keine Zuschüsse mehr kriegen? Man muss nur den Kaffee probieren. Kriegt der 3D-Drucker auch einen Netzschießer hin? Komisch, ist mir nie eingefallen. Jetzt mit der Industriezentrifuge die Bakterien aus der Netzflüssigkeit extrahieren, um sie sicher aufzubewahren. Okay. Peter. Oh, Peter. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe, das aufzunehmen? Norman hat uns ausgebotet und bald hat das Labor keine Gelder mehr. Wir standen kurz vor dem Durchbruch. Hätten wir nur ein bisschen mehr Zeit und Geld gehabt... Die Ideen in unseren Köpfen wären.
Moment. Ideen in unseren Köpfen. Mein Gott, ich hab's! Okay, gucken. Ich muss nur die Bakterien isolieren. Okay. Ist ein bisschen schwer. Auf jeden Fall weiß ich ganz genau. Hier. Okay. Perfekt. Wunderbar. Ich denke, ich habe die Bakterien verbessert. Aber das kann ich erst sicher in Harrys Forschungsstation sagen. Ich müsste jetzt wieder schwingen können. Mal sehen. Okay. So muss das sein. Oh, Netzschwingen, ihr werdet für mich nie wieder selbstverständlich sein. Ich hoffe, das klappt. Ich weiß noch, wie Harrys Mom das Projekt gestartet hat. Es hat den beiden so viel bedeutet. Wo ein Netz ist, ist auch ein Weg. Hallo Leute, Entschuldigung, es hat gerade kurz unterbrochen, den Kanal. Also der Stream. Tut mir wirklich leid, Leute, ich weiß nicht, was passiert ist. Es klappt! Nicht so flott, wie ich dachte, aber besser als vorher. Vielleicht muss ich weiter testen. Das Plastik wird nicht ganz zerstört, aber das ist ein großer Fortschritt. Genug für Oscorp, um weiter daran zu arbeiten. Sie könnten den Nobelpreis gewinnen. Dem Aktienkurs würde es auch nicht schaden. Oh, Stufe 13. So, weiter geht's. Noch ein Vögel. Schon! Die ist schnell! Geschafft! Pardon? Bist du... Überall in den Nachrichten! Wieder ein Kampf zwischen Spider-Man und den Maskenträgern, bei dem New Yorker bedroht wurden. Unser nächster Anrufer ist aus der Gegend. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Also, das ist alles in einer Werft passiert, die seit Jahren geschlossen ist. Da waren keine Unschuldigen in Gefahr. Oh, ist das Ihre Expertenmeinung? Nun, hören Sie mal zu, was mir meine Quellen aus meiner preisgekrönten Journalistenkarriere sagen. Hinter dieser Werft steckte Wilson Fisk. Er hat über sie Waffen geschmuggelt. Granaten! Militärausrüstung! Oh, das erklärt so einiges. Ah, die Wahrheitsbombe geht hoch, aber ich habe noch 50 Megatonnen an Fakten. Während
Spider-Man-Medien wirksam einen Laster verfolgte, entkam ein anderes Fahrzeug mit einer Ladung tödlicher, illegaler Waffen. Fisk hatte seine Fehler, aber in seiner Stadt hätte er die niemals zugelassen. Doch diese Dämonen, entweder sind die ein fanatischer Kult oder es ist ihnen einfach egal. Hat jetzt jemand das Gefühl, in Gefahr zu sein? Oh Mann, da hat sein leidender Typ. So. Jetzt das hier. Achtung, Raubüberfall auf gepanzertes Fahrzeug. Brauchen Officer. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Okay, hoch mit dir. So, Turm aktivieren. Okay. Ah, da ist es. Die Dämonen dreht. So funktioniert ein Geldautomat aber nicht. Das ist ja noch nicht mal einer. Oh, Scheiße. Jawohl! Die Dämonen sind keine Straßenbande. Sehr schön. Und? Das berüchtigte Knödelrezept. Da hätte stehen müssen. Punkt 10. Versuchen Sie, MJs Wohnung nicht abzufackeln. So. Ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. So. Den Taschenrechner habe ich gebraucht im Pfandhaus gekauft. Mitten in einer Matheprüfung hat er den Geist aufgegeben. Was nichts kostet, ist nichts. Wunderschön. So, jetzt hier. Machen wir noch schnell. Das ist kein
Aufbrechen haben sie erledigt. Eindringen werde ich verhindern. Ich hab gesagt, das ist zu laut. Wie wär's mit Anklopfen? Ich bin dran. Waffe in Sicher. So kommt der. Komm, greif mich doch an. Was ist los mit euch? Macht ihn kalt! Sage dich, ich warne dich. Kommt her, kommt einer her. Kommt einer her. Und? Das war's mit dir. Und einer kommt. Perfekt. Also, später im Knast habt ihr beim Ausbrechen wahrscheinlich so viel Erfolg wie beim Einbrechen. So. Superhelden haben nicht viel Zeit für Körperpflege. Immer im Stress. Okay, Leute, dann sage ich mal, ich mache jetzt hier einen Cut. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da, das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Ihr könnt mir gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ja, Leute, dann sage ich mal au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza, tschüss.